Und das brauchen wir. Okay, das haben wir jetzt. Okay. Mann, du Asch! Toll. Ganz klasse. Das Fass ist weggerollt. Nein! Ach Mann, ist das zum Kotzen. Jetzt bin ich schon wieder an dieser Stelle. Egal, geh mal wieder raus. Nützt ja alles nichts. Wir machen jetzt den Herrn Dumpfbacke. Tut mir leid, Leute. Aber, ja, war dämlich von mir, ich weiß. Uch. Ja. Ja, das ist jetzt also Herr Dumpfbacke. Der poltert halt so ein bisschen hin und her. Und dann kommen da ab und zu so ein paar Gegner raus. Und die Gegner kennen wir halt alle schon. Ich weiß nicht, ich finde den irgendwie so ein bisschen unnötig, den Gegner. Muss man so sagen. Ja, die sollen jetzt von der Schwierigkeit her halt irgendwie immer ein bisschen schwieriger sein. Aber boah. Es ist halt immer raufspringen, ne? Okay, bei denen nicht. Dann müssen wir diesen hier machen. Zumindest mit Diddy. Wo das Fass kommt, ist ja auch nicht schwer zu erkennen. Halt immer an der Stelle. Oh! Wo wir gerade stehen. Ja! Habt ihr gemerkt, wie schwer dieser Gegner war? Okay. Erkunden wir mal die letzte Welt. Die Affenkleinhöhle. Aufgetankter Ärger. Ja, da weiß ich schon, worum es geht. Cool. Ja, ihr seht jetzt dieses Tal hier und ihr seht das Benzin. Oder Fuel. Und wir müssen halt das Gefährt, was wir hier haben, immer auftanken. Damit es nicht abstürzt. Aber das ist gut bemessen. Also, wenn wir eigentlich alle Fässer einsammeln, dann kann uns nichts passieren. Aber ist ein cooles Level, wie ich finde. Ups, was habe ich jetzt vergessen? Ja, jetzt habe ich die Banane vergessen. Na egal. Ich werde es überleben. So. Alles noch im Rahmen. Ich wollte gerade sagen, kommt das Ding noch? Hallo? Wie soll ich da hinkommen? Gar nicht? Boah, auch eine Möglichkeit. Naja, egal. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Bonusfass verpasst. Das reimt sich ja fast. Ja, es ist anspruchsvoll, sagen wir es so. Aber es ist nicht unmöglich. Nichts ist unmöglich. Scheiße. Ja. Ach, guck mal, wir sind direkt tot, wenn das Teil abstürzt. Interessant, das war mir auch noch nicht bewusst. Und gleich bin ich Game Over und ich konnte das Level nicht speichern. So. Na gut. Also müssen wir gleich zusehen, dass wir den Reifen auf jeden Fall dann mitkriegen. Nicht gut. Was ist das denn? Wieso bist du weggerollt? Da unten ist ein Bonus. Nee, gar nicht wahr. Das war kein Bonus. Oh, scheiße. Letzter Versuch sehe ich gerade. Das war heißt nichts Gutes. Unter Zeitdruck war ich noch nie besonders gut. Oder unter Zugzwang, sagen wir es so. Och, das war ja richtig dämlich. Ah, ja. Cranky, lass mich zufrieden. Ach komm.
Herr Dumpfbacke war jetzt ja nicht der Oberhammer, den kriegen wir nochmal im Platt. Ja, es wird langsam so ein bisschen kniffliger, ne? Es ist nicht mehr so das einfache Durchgehusche. Man muss jetzt schon so ein bisschen aufpassen. Ach, das war's schon. Oh, ihr seid fies. Ihr auch. Ach ja. Au, au. Na toll. Ich dachte, jetzt sterbe ich. Okay. Herr Dumpfbacke, auch dieses Mal habe ich sie bravourös besiegt. Na gut, ich bin einmal... Ja, ich habe einmal Donkey verloren, aber was soll's. Und ich glaube, ich habe jetzt sogar mehr Leben als eben. Das reimt sich und alles, was sich reimt, ist gut. So, wieder bei Pumuckl werden. Okay. Also, das Ganze nochmal. Die erste Hälfte war jetzt ja nicht so... sonderlich schwer. Das sollten wir eigentlich wieder hinkriegen. Wobei ich mich wieder frage, ob ich wieder ein Bonuslevel verpasst haben könnte. Naja, wir werden sehen. Nehmen wir das O wieder mit. Den nehmen wir mit. War da vielleicht ein Bonusfass da weiter links? Ich bin mir nicht sicher. Ja, das hier finde ich so ein bisschen kacke. Wenn man da definitiv irgendwie nicht so ganz hinkommt. Aber wir kommen ja hier längs, von daher ist das alles nicht so wild. Ich weiß nicht, ob das vielleicht mit einem Bonusfass zusammenhängt. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ja, so kriegen wir es auch. So ist das wohl zu denken. Ich hab die vergessen. Auch cool. Uff! Hä? Ach so. Ja. Scheiße! Der Reifen da drauf, der behindert mich total. Vielleicht hätte ich den nicht mitnehmen sollen. Na egal. Aber dafür bin ich recht weit gekommen. Ach, Mann. Toll, das Ding fährt... Ach, jetzt fährt das Ding weiter. Das ist aber nett. Schön. Finde ich gut. Warum auch nicht? Upsala. Ja, ein Leben kriegen wir mit den Bananen vielleicht nochmal zusammen. Das ist ja auch schon mal was. Oh, das war knapp. So, nehmen wir dich wieder mit. Kommst du jetzt weiter? Vielen Dank. Okay, so geht's auch. Ach, dafür ist das Fass. Okay. Also man ist nicht auf den Reifen angewiesen, das wissen wir jetzt auch. Na, ärgerlich.
Das war auch riskant. Und das ist fast unmöglich. Okay, haben wir geschafft. Das haben wir hingekriegt. Oh, das wird hier fies. Es wird immer fieser! Ah! Da hätte ich so gerne zwei Affen an der Stelle. Ja, die letzte Welt hat's in sich, Leute. Ich kann mich nur wiederholen. Ihr merkt das wahrscheinlich auch daran, dass ich nicht mehr ganz so viel Stuss sabbel wie sonst. Weil ich hier echt schon ein bisschen aufpassen muss. Das ist ja Tatsache so, wenn man Let's Playt und man konzentriert sich so ein bisschen auf das, was man erzählt, dann ist die Konzentration natürlich nicht so hundertprozentig beim Spiel, würde ich sagen. Ja, ich wusste mir gerade nicht mehr anders zu helfen. Ich habe den blöden Reifen nicht mitbekommen. Und nochmal ein Bananenleben, das wird schwierig. So viel Bananen sind hier auch wieder nicht. Das war auch wieder gefährlich. Nein, nicht gut. Ach, Galabagaga. Wie schön. Läuft, ne? Och man, dass das Teil auch so lange stehen bleiben muss, das kotzt mich schon wieder an. Jetzt sind wir gleich schon wieder am Ende. Och, nö. Ne, also ein Bananenleben kriege ich auf keinen Fall mehr zusammen. Bin froh, weil ich das überhaupt hier gerade überlebe. Der ist gar nicht so unfies. Nein. Toll. Was für ein epischer Tod. Okay, Leute, einmal versuchen wir das Ganze noch. Und wenn das wieder nicht funktioniert, dann würde ich sagen, beende ich das heute. Wir machen an einem anderen Tag weiter. Oh Mann, was ist denn los hier? Ja, ihr habt die Ehre, noch einmal Herrn Dumpfbacke kennenzulernen. Für die, die jetzt erst einschalten, ich kämpfe jetzt das dritte Mal gegen Herrn Dumpfbacke. Dabei ist das Problem gar nicht Herr Dumpfbacke, den habe ich jedes Mal beim ersten Mal besiegt. Ich bin hinterher immer in dem regulären Level der letzten Welt gestorben. Vielleicht schaffe ich es ja diesmal sogar, ohne Donkey zu verlieren. Nein, ich schaffe es diesmal nicht. Irgendwie hat Donkey so eine kleine Phobie vor diesen dicken Kremlings. Oder vor Gürteltieren. Ja. Ich schenke mir mal einen Tee ein. Das ist, glaube ich, das Sinnvollste, was ich machen kann. Tüdüdü. So, ab in die letzte Welt und wir versuchen es nochmal mit dem aufgetankten Ärger. Ja, okay. Und wieder einmal betreten wir diese Welt in der Hoffnung, dass sie uns gefällt. Und auf der Suche nach der ein oder anderen Bonuswelt. Was diese Welt uns sonst noch offen hält.